dieser Stelle gratuliere ich ganz herzlich Martijn den Dievel zum ersten Preis. Also wir haben in der Jury halt quasi einstimmig gemerkt, dass der jüngste aller Kandidaten ein wahnsinnig fertiges Gesamtpaket anbietet. Das war sehr eindrucksvoll zu sehen. Da sind wir also auch unter Kollegen wirklich sehr respektvoll geworden. Ich bin Martijn den Dievel, komme aus Belgien, wohne seit einigen Jahren in Weimar und bin zurzeit Assistenzdirigent beim Flämischen Sinfonieorchester in meiner Heimat. Ich bin jetzt einfach froh, dass ich hier bin, dass ich diese Blöcke mit den Orchestern habe, und alles, was weiterkommt, ist ein schöner Bonus. Es ist wirklich ein Geschenk, mit diesem Orchester diese Musik machen zu dürfen. Denn es gibt wenige Orchester, wo man spürt, dass da eine Tradition auch bei dieser Musik ist. Gerade bei den Webern geht es ja ganz viel um Klangfarbe, um Linie, um Inhalt und nicht nur die Organisation von dem, was man dann zusammenkriegen muss, sondern eben auch, wo es um mehr gehen kann. Und durch bestimmte Gesten kriegt man diese Klänge raus, wo man normalerweise das ansprechen muss, erklären muss. Das ist alles selbstverständlich und das war sehr toll. Jetzt werde ich erstmal Kaffee trinken gehen, denn ich habe sehr wenig geschlafen heute Nacht, was glaube ich bei allen der Fall ist. Und dann gehe ich zurück zu den Noten und schaue mal rein für den Fall, dass ich morgen wieder antreten darf. Also entspannen ist erstmal noch nicht angesagt. Ich bin aufgeregt. Und aber unglaublich glücklich, dass ich es bis hierhin geschafft habe. Und ich kann nicht beschreiben, wie sehr ich mich auf dieses Konzert heute auch freue, nach dieser langen Vorbereitungsphase und eben auch dann die Proben gestern, die so schön aufgebaut haben. Ja, gestern war ja dann die einzige Probe, die wir hatten für das Konzert. Und dann dieser Fortschritt zu merken, dass was man in der Probe gemacht hat, dass heute bei der Generalprobe, dass sich das ausgezahlt hat und das alles, die Weichen gut stehen für das Konzert, das ist ein herrliches Gefühl. Und ich glaube, ich kann mich verlassen aufs Orchester und auf die Musik. Und man hat selten so eine Beruhigung in einem Wettbewerb. Unser nächster Finalist ist Martijn den Dievel aus Belgien. 25 Jahre ist er alt, Assistenzdirigent beim Symphonieorchester Flandern in Gent, und er hat in den letzten Jahren schon einige Dirigierpreise bekommen. Begrüßen Sie mit mir Martijn den Dievel. Das zeitgenössische Repertoire, das Opernrepertoire, das symphonische Repertoire, die Einteilung in den Proben, der Umgang mit der Zeit, also all die Sachen, die im Kapellmeisterberuf und im Dirigentenberuf auf uns zukommen, hat Martijn den Dievel aufs Schönste gebündelt. Unbeschreiblich schönes Gefühl, unbeschreiblich glücklich. Man träumt ja davon, man denkt, vielleicht schafft man es, man weiß es im Vorfeld natürlich nicht,
aber ich bin froh, dass es geklappt hat. Es ist ein schönes Gefühl, dass man das, was man so lange vorbereitet und die Zeit, die man investiert, dass man die auch dann mit eben einem Preis honoriert bekommt. I know Martin, and I'm really happy about him, and I feel that he really deserves this first prize, no question about that. Ich kenne beide Kollegen schon. Das war auch sehr schön, dass man sich einfach nicht dann auch erstmal im Finale kennenlernt. Und das ist einfach schön, wenn man dann auch tatsächlich weiß, dass man alle drei das geschafft hat, im Finale zu stehen, dass man sich kennt, dass man weiß, dass man sich gegenseitig auch respektiert. Und das tue ich wirklich. Ich finde, dass beide auch, also vom ganzen Herzen hätte ich es absolut auch denen gegönnt. Und ein Finale, wo eben das Wettbewerbsgefühl weg ist und ein Konzert und eine Freude an der Musik, das ist ein Geschenk. Vielleicht zum Schluss noch ein kleiner Blick in die Zukunft. Was ist Ihr Traum als Dirigent? Immer Freude am Beruf zu haben, Menschen zu begeistern für Live-Kunst, für Zusammensein und immer weiter das Repertoire entwickeln und hoffentlich das Leben lang diesen Job genießen. Schöner kann man es nicht sagen. Martijn den Diebel! Okay.